Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Assassin's Creed Revelations. In der letzten Folge haben wir mit viel Schwierigkeiten und Ach und Krach einen Janitscharen eliminiert und seine Leiche, ja, doch zu einem Heuhaufen gebracht, weil ich habe das nicht gecheckt, dass wir ihn zum Heuhaufen bringen sollen. Ich dachte, ihn auszurauben reicht. Tja, und deswegen hat es so lange gedauert. Jetzt haben wir auf jeden Fall seine Kleidung und ja. Folgen Sie den Janitscharen in ihr Lager und finden Sie Tarik Barletti, um herauszufinden, wohin er die von Manuel gekauften Waffen bringen ließ. Seien Sie vorsichtig, Ihre Verkleidung ist nicht perfekt. Tja, volle Synchronisation, Tarik mit einem Luftattentat eliminieren. Wow. Erst sollen wir ihn befragen und dann sollen wir ihn eliminieren per Luftattentat. Das ist ja kompliziert. Selim versteht unsere Lage. Die Byzantiner, die Mamluken, die Safaviden. Nur er hat den Mut, sich diesen Gefahren zu stellen. Hatlissin, Selim ist ein Krieger, wie Osman und Mehmet. Warum zieht der Sultan unserem Löwen ein Kätzchen vor? Ahmed hat des Sultans ruhige Art geerbt. Sie sind sich sehr ähnlich, verstehe ich. Allem, was euch verdächtig vorkommt. Bürger, hütet euch! Ein gewissenloser Mörder wandelt unter uns. Ein Hoch auf uns! Er massakriert die Diener unseres Sultans. Die Janitscharen haben ihr Leben dem Schutz des Reiches gewidmet. Revanchiert euch und findet... Okay, wir müssen dennoch vorsichtig sein, denn unsere... Sache ist nicht perfekt. Tyrannen! Schande über dich, Abschaum! Alter, nein. Tut mir echt weh. Oh Mann. Der arme Kerl. Aber wir mussten es tun, sonst wären wir aufgeflogen. Verzieh dich, nerviges Ungeziefer! Haben wir ein Schwert? Warum bleibt Ahmed hier in der Stadt? Er weiß, er ist nicht erwünscht. Er ist wie eine Motte, die ums offene Feuer flattert. Er wartet, bis sein Vater stirbt, damit er den Thron besteigen kann. Mann, warum läuft er nicht mit? Er bot Tarik ein Bestechungsgeld für unsere Loyalität. Gott verfluche ihn. Wie hat er... Kardescherim, einer von uns wurde vor kurzem ermordet und seiner Kleider beraubt aufgefunden. Seine Leiche entsorgt wie ein Haufen Unrat. Behaltet die Straßen also besonders aufmerksam im Auge. Jemand will in unserem Namen zuschlagen. Wir müssen bereit sein. Mist. Sultan Bayezid ist ein guter Mann. Ein guter Sultan. Doch er hat das Feuer verloren, das ihn groß machte. Nein, nein, er ist ein Krieger. Seht die Armee, die er gegen Selim aushob. Ein weiterer Beweis seines Abstiegs. Die Waffen gegen den eigenen Sohn zu erheben. Eine Schande. Ihr beugt die Wahrheit, damit sie eurer Leidenschaft entspricht, Effendin. Es war Selim, der unseren Sultan angriff. Ja, es ist sehr interessant. Aber Selim tat es nur für den Ruhm des Reiches, nicht für sich. Na, geht's weiter. Okay, läuft ja bisher ganz gut. Ja, jetzt müssen wir nur mal warten, bis die Typen hier wieder mal vorbeikommen. Dann hauen wir uns damit rein. Die sind aber nicht sehr gesprächig hier. Kommt hier mal wer vorbei?
nicht auffallen, aber kommen hier mal wieder welche vorbei, ich weiß es nicht. Hier sind doch vor uns welche langgelatscht. Wir machen wohl eine ziemlich große Runde. Dann müssen wir warten, bis die hier weggehen. Ha. Sag schon, warum haben deine Eltern die Verlobung nicht gewollt? Wäre ich deiner Schwester kein guter Ehemann? Was machen schon ein paar Arzen und Amputationen, wenn der Rest so besonders ist? Also wirklich, was macht dein Bruder so? Es ist bestimmt... Bisschen mal den Auswärtigen muss man erstmal die Regeln klar machen. Ein wenig Respekt und die Ordnung kommt von selbst. Beim nächsten, der kommt, üben wir das mal. Da ist ja schon einer. Was? Dieser Safavide, den wir ausraubten. Noch eine Minute und er hätte sich nass gemacht. Ehrlich, die Ader auf seiner Stirn, wie die gepocht hat. Das war lustig. Okay, jetzt sind wir hier. Wie sagen, machen wir denn da hoch? In die Luft rein ist. Alter, bist du wahnsinnig? Ah, also kann man sich da auch schön verstecken hinter. Gut zu wissen, aber das wollte ich gerade nicht wirklich. Okay. Sperrgebiet, ich weiß. Warte, ich möchte mit euch reden. Ich kenne den Mann. Dann bitte nicht zu dir hochfahren. Ihr da! Das ist ein komischer Chaos. Erinnert mich an das kleine Mädchen aus Bursa, das wir erwürgt haben. Die Jungen meinen, die Welt gehört ihnen. Keine Disziplin und von den Eltern verwirrt. Mann, da ist knapp. Alter Schwede. Gut. Beim nächsten Mal müssen wir zum Brunnen, dann sprinten wir dahinter. Der bestmöglichen Gelegenheit und ich würde sagen, das wäre die hier. Oh. So geht's natürlich auch. Tariq, eine Botschaft. Harry Collade. Die Musketen sind nun in Kappadokia, wo Manuel sein Heer stationiert hat. Und unsere Männer? Sind sie noch bei ihm? Evett. Sie geben uns Meldung, wenn die Byzantiner aufbrechen. Wir treffen sie dann später in Bursa. Nun fügt sich alles zusammen, Efendim. Evett. Endlich. Oh, ich hab's so ungefähr, dass es weitergeht. Oh. Dieser Schmied, von dem du mir erzählt hast, geh da nicht hin. Seine Preise sind unverschämt und seine Klingen taugen auch nicht viel. Da ist der Kerl. Wir müssen per Flugattentat am besten. Also müssen wir nach oben. Nach oben müssen wir. Hier runter ist nicht so gut. Alter! Warum machen die denn da hoch? Warum machen die da runter und lösen sich auf, weil das ist doch kacke. Okay, bei denen nicht zu lange drinnen bleiben. Ich hasse Janne! Wow, wow, wow. Das klingt gar nicht gut. Bei denen klinge ich mich jetzt ein. Müssen
am besten irgendwo hoch. Alter. Das sind ja massig von denen. Was machen die da? So, dann als nächstes. Den Auswärtigen muss man erstmal die Regeln klar machen. Wenn frei ist. Respekt und die Ordnung kommt von selbst. Beim nächsten, der kommt, üben wir das mal. Da ist ja schon einer. Nee, lieber nicht. Ich hoffe mal, die sehen uns jetzt nicht mehr. So, das nehmen wir mal mit hier, wenn es uns nichts gebracht hat. So, das müsste jetzt die perfekte Chance sein, um ihn zu kriegen. Ja. Geht doch. Ach, welch bittere Ironie. Ist das Ergebnis von Suleimans Untersuchung? Ihr paktiert mit den Feinden des Sultans. Was dachtet ihr, was euch dieser Verrat einbringt? Es ist meine Schuld. Nicht der Verrat, nur Hochmut. Ich plante einen Hinterhalt. Ich wollte die Byzantiner angreifen, wenn sie sich sicher fühlen. Wie wollt ihr das beweisen? Seht, hier. Es führt euch zu den Byzantinern. In Kappadokia. Vernichtet sie, wenn ihr könnt. Ihr habt richtig gehandelt, Tarik. Vergebt mir. Beschützt meine Heimat, Assassine. Allah-Ashkina. Stellt die Ehre wieder her, die wir verspielt haben. Hi. Das tut mir jetzt echt leid. Aber es war die Mission. Da kann ich auch nichts dagegen machen. Freunde, Junge, wir krübeln nicht. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Oh. Ich bin unschuldig. Ich bin wirklich unschuldig. Ich bin wirklich unschuldig. Scheiße. Wo ist denn dieses Gebiet, bitte? Ah, das ist okay. Aber das fehlt. Oh Mann, geht um aus dem Weg. Ich muss mehr schubsen. Haben die Wachen des Paschas nicht ein Lager? Scheiße, diese Tische immer. Dass man da nicht dran vorbeikommt. Ist ein bisschen dumm. Weg, 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 einfach nur weg. Ui. So, ich muss mir langsamer hier. Uiuiui, ui, wir sind wieder freigesucht. Das finde ich gar nicht okay. So, eine neue Hauptmission anzufangen nützt eigentlich nicht mehr viel in der Zeit, die wir liegen. Ich könnte mir theoretisch mal was ist denn das hier? Liebesauftrag. Könnten wir das mal ausprobieren hier? Das kleine Nebensöhnchen. Können wir das mal machen? Ah, ah. Ich schubse jetzt jeden um, sagst du. Interessant. Aber warum? Tja, das ist die Frage. Warum?
Ah, da. Er ist flink wie der Wind. So, dann starten wir mal die Mission hier. Arkadaşım, was beschäftigt euch? Nun ja, mir geht viel durch den Kopf. Jemand in diesem Bezirk finanziert eine Kampagne, um uns festzunehmen. Wie das? Durch Bestechung der osmanischen Wachen und Verrat unserer Pläne. Wir wollen wirklich keinen Streit mit den Eroberern. Aber wir wollen auch nicht vor ihnen kriechen. Habt ihr eine Ahnung, woher die Bestechungsgelder kommen? Ich hoffe, es heute zu erfahren. Würdet ihr mir helfen? Es würde sich für euch lohnen. Ich habe das Gefühl, die Mission geht viel länger, als wie ich wollte. Loses Mundwerk. Spitzel machen den Dieben das Leben in dieser Gegend schwer. Bringen sie einen Spitzel dazu, sie zu der Geldquelle zu führen, die die Spitze bezahlt. Eliminieren und plündern sie den Verantwortlichen. Ja, volle Synchronisation, den Geldgeber mit einer Gruppe Diebe aus seinem Sicherheitsbereich locken und dann erst eliminieren. Ja, super. Sie. Wie kann ich helfen? Wir wissen, dass die Osmanen heute hoch bestochen wurden. Wir werden das Geld stehlen. Ist das geschafft, wird sicher jemand eine dringende Mitteilung an den Absender des Geldes schicken. Folgt dem Boten, dann bekommen wir unseren Mann. Ja, super. Das wird hier viel länger dauern, als wie ich wollte. Schade. Wirklich schade. Typen anhören. Sind dabei. Na komm mal runter. Dann noch die Last Effect Shampoo bei dem Hund. Was soll ich jetzt eigentlich machen? Ich soll die jetzt ablenken, oder? Was muss ich dafür drücken? Ein Spanier vielleicht. Soll ich machen? So. Hä? Was genau soll ich denn machen? Da, ich soll auf die gehen. Hä? Die machen gar nicht, was sie sollen. Was soll ich jetzt genau machen? Den Geldkurve-Diebe aus, Diebe einsetzen, um die Wachen von der Truhe wegzulocken. Ja, schön, aber. Komische Kleidung. Vielleicht einer aus Trabzon? Dieser Mann, den kenne ich mit dem Pecorino zu salzig, ohne jede Raffinesse. Wenn es um Käse geht, geht doch nichts über die gute Schafsmilch aus der Heide. Ja, aber warum? Warum reagieren die denn nicht? Ich hab die Liebe doch. Was ist denn das für ein Bug? Kann nix. Wie kann ich die denn dazu bringen? Also irgendwas ist hier gerade buggy. Na schön, sie reagieren also.
Ja, aber was bringt mir das denn? Hä? Ich verstehe den Sinn nicht. Also irgendwas backt hier gerade ganz besonders rum. Und ich werde es dann in der nächsten Folge nochmal probieren. Ja, bis dahin. Ja, ich wollte diese Mission hier nur mal kurz zum Abschluss der Folge mal noch machen. Wusste nicht leider, dass das hier noch so lange dauern würde. Tja, das wird mir eine Lehre sein. Demnächst, wenn das nochmal so kommt, mache ich einfach nochmal, ja, renne ich einfach mal nochmal sinnlos durch die Stadt herum. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. In der nächsten Folge machen wir diese kleine Mission noch. Dann geht es regulär weiter mit der Hauptmission oder mit einer weiteren Sophia-Erinnerung. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen und angenehmen Tag. Bis dahin, ciao.